Auch das Hommage hat Riese und Müller für 2021 abgedatet. Der Klassiker mit eigenwilligem Rahmendesign kommt natürlich wieder mit Tiefeinstieg und Vollfederung, wo auch der Gepäckträger mitfedert und somit bessere Fahrstabilität erreicht wird. Auch die vielfältigen Ausstattungsoptionen sowie Highspeed-Varianten bleiben. Neu ist die Integration von zwei Bosch 625 Wattstunden Akkus im Unterrohr. Dies ermöglicht enorme Reichweiten, ideal für lange Touren oder auch Kurzstrecken, wenn man nicht so oft laden will. Die Dual Battery Option ist jedoch nur gegen Aufpreis erhältlich. Neu ist die am Unterrohr oben zentral angeordnete Ladebuchse mit gut schließender Klappe. Die Battery Packs lassen sich natürlich auch entnehmen und extern laden. Der Bosch Performance Line Generation 4 Antrieb mit 85 Newtonmeter Drehmoment zählt zum Besten, was man derzeit kriegen kann. Kraftvoll, dynamisch und leise geht es der Mittelmotor in jeder Situation an und ist eine reine Freude im Fahrbetrieb. Zusammen mit den 27,5 Zoll Schwalbe Supermoto X-Rädern und dem grundfesten und gleichzeitig vollgefederten Rahmen fährt es sich wie mit einem unerschütterlichen Edel-SUV. Dazu trägt auch das Gewicht von rund 30 Kilogramm bei. Andere E-Bikes mögen leichter sein, können aber bei Komfort, Fahrverhalten, Verarbeitung und Ausstattung nicht mithalten. Apropos Ausstattung, gegen Aufpreis erhält man auch das ABS von Bosch, eine Option, die man woanders meist noch nicht bekommt. Angenehm, dass man auch Mountainbike-Features wie etwa eine Sattelabsenkung bestellen kann. So lässt sich nach dem Ampelstart gleich wieder die optimale Sitzposition einstellen. Überhaupt besteht eine breite Konfigurationsmöglichkeit, angefangen bei den Displays, wo man natürlich auch das neue Nion ordern kann, bis hin zu den Schaltungsoptionen Shimano Deore XT11 Gangkette, Enviolo 380 Nabenschaltung stufenlos mit Riemen und Roloff E14 Speed Hub mit Riemen ist alles drin. Selbst die Wahl zwischen 25 km/h oder 45 km/h Unterstützung ist möglich. Und eine GX-Option für unwegsames Gelände gibt's obendrein. Wer sein E-Bike digital hochrüsten will, nimmt noch den RX-Chip samt Wiederbeschaffungsservice im Diebstahlsfall dazu. All das kostet natürlich. Selbst der Einstiegspreis des Hommage GT Touring mit 11-Gang-Kettenschaltung liegt schon bei 6.159 Euro. Wer die stufenlose Nabenschaltung bevorzugt, zahlt mindestens 6.559 Euro. Für Roloff-Fans beginnt Hommage-Fahren gar bei 7.869 Euro. Mit Dual Battery, besserem Display, ABS etc. kommen schnell 2.000 bis 3.000 Euro dazu. Als Gegenleistung erhält man, egal in welcher Schaltungsvariante, ein hervorragend abgestimmtes, vollgefedertes E-Bike, das sich fantastisch fährt, eine unerschütterlich wirkende Rahmengeometrie bietet und angenehm unkompliziert zu bedienen ist.